Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Splatoon 2. Wir sind immer noch am Schützenplatz? Schützenfisch. Camp Schützenfisch. Release. So. Und ich habe ja, wie ich schon gesagt habe, 5 ganze Parts an diesem Tag aufgenommen. Einfach, weil ich die Chance nutzen wollte, um diese Map gleich so viel es geht zu zeigen, weil sie halt ja auch die aktuellste Map war. Oder ist zu diesem Zeitpunkt, wo dieser Part erscheint. Und heute mal wieder mit dem Luna Blaster und meine Fresse wurde der genervt. Also ich habe ihn halt im ersten Part, im ersten Splatoon kaum gespielt, weil ich halt kein Blaster-Fan war, aber ich wusste, dass es der beliebteste und beste Blaster des ersten Teils war. Und ich sehe ihn jetzt hier so gut wie gar nicht mehr, also wirklich eigentlich gar nicht mehr. Und ich merke halt jedes Mal, wenn ich den spiele, warum, weil die Reichweite wurde so krass genervt, also... Sie war halt vorher auch schon der stärkste Blaster, hat dementsprechend etwas langsamer geschossen als an einem Blaster, aber die Reichweite war nicht viel schwächer als die von einem normalen Blaster. Ihr seht es hier selber, also das Ding ist zum Färben so unfassbar unbrauchbar. Ey, ich weiß immer noch nicht, ich krieg mit dem Ding einfach keine 700 Punkte hin beim Färben. Ich versuche wirklich alles, aber ich krieg keine 700 Punkte hin beim Färben, so viel ich auch versuche. Und das kriege ich halt selbst mit Snipern kriege ich mehr hin. Also das ist echt schon, das ist schon eine sehr, sehr krasse Angelegenheit. Also mit dem Ding komme ich wirklich gar nicht klar. Ich habe im zweiten Kampf, den ich sehen werde, habe ich eine etwas andere Taktik, damit läuft es ein bisschen besser. Aber da brauche ich halt echt schon Teammates, die halt Farben haben, die Waffen haben, die besser färben können, so. Weil, ja, das dauert ewig, bis man hier so einen Bereich gefärbt hat. Vor allem, wenn man im letzten Part vorher die Airbrush gespielt hat, ist das ein ganz schöner Unterschied. Die Ulti von dieser Dingens ist gar nicht schlecht. Das ist halt diese Granatensaft-Dingens von uns hier. Aber nach wie vor, das ist nach wie vor mein Problem mit diesen, mit den Nicht-Curling-Bomben-Unendlich-Granatenwurf-Dingern. Man wird dann so leicht dabei gekillt. Ja, die Granaten brauchen etwas lange zum, ja, explodieren. Und der Gegner, ja, mit einer etwas höheren Reichweite an Waffe, kriegt er dich einfach weg. Und, ja, da stirbst du halt unfassbar gleich schnell bei. Bei den Curling-Bomben ist es echt noch, die sind für mich halt auch nach wie vor zusammen mit den Verfolgungsbomben, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen vor den Verfolgungsbomben. Also die Verfolgungsbomben sind meine Zweitlieblingswaffen, meine Zweitlieblingsgranaten, die Curling-Bomben sind meine Lieblingsgranaten. Einfach aufgrund der hohen Reichweite und auch viele Leute nutzen das halt auch sehr, sehr clever. Die werfen so eine Curling-Bombe und schwimmen halt direkt in dem Strom der Curling-Bombe hinterher. Dann sieht man die nämlich gar nicht beim Schwimmen. Und können halt so unfassbar leicht durch deine Tinte durch. Vor allem, weil alle Leute halt der Curling-Bombe ausweichen und somit halt gar nicht auf die Spur dahinter schießen, kommst du halt ganz leicht den Gegner damit rein. Also eine sehr, sehr leichte Angelegenheit, somit halt in den Gegner reinzukommen, wenn du zum Beispiel einen Nahkampf... Also eine Waffe hast, die besser im Nahkampf ist und für irgendwas, was nicht Pinsel ist, Pinsel kannst du halt auch so reinrennen. Dann würden die Gegner dich aber sehen. Also im Endeffekt ist das die einfachste Methode, schnell in den Gegner reinzukommen. Ja, deswegen ist halt hier... Ist nicht meine Lieblings-Ulti, aber ich finde sie zumindest okay. Ja, ansonsten, wie gesagt, der Blaster. Ich weiß nicht, also es kommt mir vor, als wenn nicht nur die Reichweite extrem krass genervt wurde, sondern auch die Stärke. Also normalerweise musstest du nur... Erstens, Splatoon kam es mir so vor, als wenn du nur am Rande der Explosion des Luna Blasters stehen musstest und du bist gestorben. Hier hat man es ja selber gesehen, ich brauchte teilweise, wenn ich sie nicht voll erwischt habe mit der Luna Blaster Explosion, sondern nur so am Rand, brauchte ich teilweise 3 bis 4 Schüsse. Und so klein wie die Reichweite von dem Ding ist, können die Gegner halt super easy wegschwimmen von dir. Und mit fast jeder Waffe hast du eine höhere Reichweite als mit dem Ding. Also ich glaube, nur Pinsel haben eine kleinere Reichweite als das Drecksding hier. Also mir fällt wirklich gerade keine Waffe ein, außer ein Pinsel, der eine kleinere Reichweite als das Drecksding hier hat. Und, ja, weiß ich nicht. Ein Pinsel hast du halt die Möglichkeit, super schnell nach vorne zu huschen, indem du halt mit gehaltenem Pinsel nach vorne rennst. Das fehlt halt hier. Also ich fühle mich so unfassbar träge mit dem Viech. Also für mich tatsächlich eine der Waffen, mit denen ich am aller schlechtesten klarkomme. Ich weiß halt wirklich überhaupt nicht, wie ich mich verhalten kann. Hier sieht man so ein bisschen, ich versuche mich so ein bisschen anzupassen jetzt daran, dass ich halt nicht mehr, wie ich jetzt versuche, halt möglichst viel zu färben, sondern einfach so einmal schieße, bis nach vorne schwimme, schieße, bis nach vorne schwimme, schieße, bis nach vorne schwimme. Damit komme ich zumindest etwas schneller vorwärts. Aber das Ding, dadurch, dass es halt so eine große Explosion hat, verbraucht es halt auch unfassbar viel Tinte beim Schießen. Also ich sehe da halt wirklich fast nur Nachteile bei... Die Reichweite ist viel zu kurz, es verbraucht viel zu viel Tinte. Du
brauchst halt viel zu lange, bis du ein zweites Mal schießen kannst, wenn der erste nicht gesessen hat. Bis dahin kriegt die Tätig, was dir der Gegner. Ich meine, wenn du das Ding einmal voll triffst, ist natürlich sofort tot. Das heißt, für Leute, die damit wirklich geübt sind und damit wirklich gut umgehen können, dann ja, gut. Sicherlich. Aber ich sag mal, das bist du beim normalen Blaster und bei einem Fernblaster bist du auch, wenn das Ding genau trifft, tot. Und da ist die Reichweite größer. Und da ist auch die Feuerrate größer. Das heißt, wenn du mal doch daneben schießen solltest oder mal ein zweiter Gegner kommt und du wirklich gut damit zielen kannst und wirklich gut einschätzen kannst, wie genau die Reichweite ist, das ist bei mir tatsächlich bei Blastern immer das Problem. Auch jetzt hier beim Luna Blaster wirklich exakt einzuschießen oder einzuschätzen, wie die Reichweite ist, ohne die Spur am Boden, finde ich es sehr, sehr schwer einzusehen, wo jetzt genau die Explosion von dem Ding stattfindet. Also wirklich nur anhand der Spuren am Boden kann ich das erkennen. Und ja, wahrscheinlich, weil ich halt immer nur 3 Runden damit spiele, ne? Man bräuchte wahrscheinlich mal ein paar mehr Runden mit so einem Blaster, um dann einschätzen zu können, wie genau die Reichweite jetzt ist. Aber das macht dann eben auch so ein bisschen die Probleme. Und dadurch, dass die Farbkleckse eben nicht wie bei Schnellfeuerwaffen und so runterfallen und sich absenken und man daran eben sehen kann, okay, bis dahin fliegen die. Nee, das explodiert halt. Und dadurch hast du halt überhaupt keinen... kannst du dann super schwer einschätzen, wie weit geht es jetzt genau. Und ja, das ist alles nicht so ideal. Auch hier frage ich mich wieder, wie er mich mit dem Klecksdoppler geschafft hat zu one-hitten. Ich komme um die Ecke und bin instant tot. Also ich verstehe das nicht. Also das muss ja schon wieder eine scheiß Verbindung gewesen sein. Er muss ja wahrscheinlich schon wieder viel länger auf uns geschossen haben. Weil bei mir hat er halt diese Raketenwerfer noch in der Hand gehabt. Wechselt zurück zu seiner Waffe und in dem Moment, in dem er seine Waffe in der Hand hat, bin ich schon tot. Bei ihm wird das ja wahrscheinlich ein bisschen anders gewesen sein. So, jetzt hier am Ende seht ihr es, wie man damit wahrscheinlich am besten färben kann. Einmal schießen, bis zur Explosion schwimmen und dann wieder schießen und dann wieder bis zur Explosion schwimmen. Damit lässt dann aber sehr, sehr viel aus. Also da braucht man wirklich noch jemanden aus dem Team, der nochmal hinterherläuft und nochmal die Ränder beseitigt. Also... Ich bin kein Fan, man merkt es vielleicht. Vielleicht merkt man, dass ich kein Fan von dieser Waffe bin. Ansonsten haben wir, wie gesagt, in diesem Part auch noch den Flexroller Fohlen. Und den Flexroller haben wir ja tatsächlich erst neulich gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier auch noch drin stehen habe. Den Flexroller hatten wir tatsächlich im Part 52, also vor nur 6 Parts, haben wir schon den normalen Flexroller gehabt. Das ist tatsächlich eine der Waffen gewesen, wo ich die erweiterte Variante und die normale Variante noch nicht gespielt hatte. Einfach, weil es wahrscheinlich eine Waffe war, die man erst relativ spät freigeschaltet hat. Und ja, die DLC-Waffe dazu dann auch erst danach dann kam. Also ist ja bei den meisten Sachen so, auch bei dem Contra-Blaster, den wir im nächsten Part sehen können. Da ist ja sowohl der Contra-Blaster als auch den relativ aktuelle Variante vom Contra-Blaster sind halt beide erst ab Level 30 erreichbar. Und ja, von daher... kann man natürlich, konnte ich die vorher beide noch nicht zeigen, genauso wie bei der Ziel-Eliter 4K. So, das ist auch eine dieser Waffen, die man eben, ja, dann erst benutzen kann. Beide, sowohl die Ziel-Eliter 4K und die Ziel-Eliter 4K SE. Die sind auch beide erst auf Level 30 freischaltbar. Also sowohl die Variante davon als auch die normale Waffe. Wobei wir da das Glück hatten, dass wir die Ziel-Eliter 4K, also ihre normalen Variante, dass wir die schon im Summon Run gezeigt haben. Und wir von daher nur noch die SE-Variante spielen müssen. Also da haben wir nicht mehr beide noch zur Verfügung. Auch beim Hydranten ist es so. Ich glaube, beim Hydranten gab es beim Hydranten auch schon eine Spezialversion davon? Ja, den normalen Hydranten haben wir nämlich definitiv auch schon im Summon Run gezeigt. Ich glaube, vom Hydranten gab es noch gar keine Zweitversion. Weil ich kann nicht gleich. Ich glaube, wir haben aktuell gar keine Splatling mehr zur Auswahl. Wir haben auch keinen Roller mehr zur Auswahl. Keinen Roller. Wir haben keinen Dingens mehr zur Auswahl. Keinen. Pinsel. Roller haben wir tatsächlich noch einen einzigen. Das ist die Variante vom Düner-Roller, von dem ich am allerwenigsten mochte. Und den habe ich mir zusammen, den habe ich mir noch aufgehoben. Ich habe überlegt, ich hatte jetzt hier die Auswahl zwischen diesem Flex-Roller, den wir jetzt gleich spielen werden, und dem Düner-Roller jeweils in ihrer Spezialversion. Und da wir den Düner-Roller ja schon länger gespielt haben, wäre das eigentlich die Wahl gewesen. Aber beide Maps, die jetzt hier in der Rotation waren, sowohl die Moluskelbude als auch
Camp Trigger Fish, habe ich ja schon mal gesagt, war für mich mit der Editor 4K, so, das war ja nicht die Ziel-Editor 4K, sondern die Editor 4K im letzten Part, habe ich da schon gesagt, Fernkampf sehe ich da nicht so ganz an höchster Stelle. Und der Dynaroller, wie gesagt, das war beim letzten Mal schon das Ding. Also für mich ist das halt eine Sniper, die unpräziser ist und länger braucht zum Schießen. Obwohl sie braucht eigentlich ungefähr genauso lange wie eine Sniper zum Schießen. Aber ja, nur halt ein ungenauerer Sniper ist das ja für mich und da brauche ich das für mich auf der Map zu spielen. Ja, da habe ich dann gedacht, die nehme ich dann wahrscheinlich, wenn sniperfreundlichere Maps zur Auswahl stehen. Dann nehmen wir die. Das wäre aber tatsächlich der letzte Roller, der aktuell noch übrig ist. Es kann natürlich noch einer per Update kommen. Aber zum aktuellen Zeitpunkt ist es der letzte Roller, der zur Auswahl steht. Und wir können jetzt ja mal einen kleinen Blick auf den Erfahrungsbalken werfen. Und wenn wir das tun, dann erschließt sich vielleicht auch der Titel dieses Videos. Nicht wahr? Zeig mir das mal. Wir brauchen nur noch 2000 Erfahrungspunkte. Nicht mal. Doch, 2400 Erfahrungspunkte brauchen wir noch. Und wir kriegen 800 pro Match, wenn wir nicht verlieren. Das heißt, selbst wenn wir alle drei Matches mit diesem Roller hier verlieren würden, erreichen wir noch in diesem Part Level 30 und haben damit dann unser Ziel erreicht, was die Erfahrungspunkte anbelangt hat. Wir haben dann endlich alle Waffen zur Verfügung. Ich muss dann nie wieder leveln. Ich meine, natürlich kann man bis Level 198 hochleveln. Das ist durchaus möglich, aber das ist kein Ziel von mir. Wodurch ich da gestorben bin, weiß ich nicht, weil der erste Schuss uns nur gestriffen hat. Wir konnten dann noch 3 Meter laufen und bevor er den zweiten Schuss schießt, bin ich tot. Muss mal wieder eine der schönen Verbindungen gewesen sein, die wir am heutigen Tag alle hatten. Ja, kann ich mich jeden Part drüber beschweren. Wie gesagt, das war diesen Part extrem krass. Und was da passiert ist, weiß ich selber auch nicht so ganz genau. Ja, gut. Aber ja, wie schon erwähnt, wir werden in diesem Part definitiv endlich Level 30 erreichen. Und das freut mich sehr, sehr stark. Da bin ich sehr glücklich drüber. Und damit muss ich, wie gesagt, nur noch Geld sammeln. Und kein Dingens mehr. Nur noch Geld sammeln. Kein einziges Pünktchen Erfahrungspunkte muss ich mehr sammeln. Das heißt, ich brauche kein Erfahrungspunkte-Ticket. Ich habe kein Interesse daran, irgendwie höher als Level 30 leveln zu müssen. Ich bin keiner der Leute, der sagt, oh, ich muss aber unbedingt diese Sternchen davor haben. So viel, dafür spiele ich es ja doch viel zu selten im Multiplayer-Modus. Und ja, wofür ich nach wie vor Angst habe, ist es in der Octo-Expansion, weil das wurde jetzt mittlerweile von den Entwicklern schon bestätigt, dass man auch in der Octo-Expansion ähnlich wie im Story-Modus wieder viel Wert darauf setzen möchte, den Spielern verschiedene Waffen zur Verfügung zu stellen, damit jeder den Octo-Expansion-Modus so spielen kann, wie er ihn spielen möchte. Das war ja ein Ding, was noch in Splatoon 1 so war, dass man da ja ausschließlich mit der Heldenwaffe spielen konnte, den Singleplayer-Modus. Nur mit den Amiibos vom... alle drei Amiibos, ne? Ich glaube auch der Tintenfisch. Also ich weiß auf jeden Fall, dass der Inkling-Junge hat den Roller und das Inkling-Mädchen hat ja, glaube ich, die Sniper. Da konnte man dann ausgewählte Level jeweils mit dem Roller und dem Sniper dann spielen, wenn man deren Spezialmission gemacht hat. Irgendwas Besonderes war dann noch an dem... mit dem Tintenfisch-Amiibo, aber ich weiß nicht mehr genau, was das war. Aber ja, nur so konnte man ja damals halt bestimmte ausgewählte Missionen mit anderen Waffen spielen. Hier in Splatoon 2 ist es ja so, dass man jedes Level mit 7 verschiedenen Waffen spielen kann, nachdem man es einmal durchgespielt hat. Nur im Erstversuch soll man es halt mit der Waffe spielen, für die das Level grundsätzlich gemacht ist, aber theoretisch kann man trotzdem mit jeder Waffe schaffen. Und ja. Das ist ja so ein bisschen das Ding und dasselbe Prinzip, wie man ja auch wieder in Octo-Expansion nehmen. Und da habe ich ein bisschen Angst davor, dass man dort dann eben wieder neue Octo-Waffen hinzufügen kann. Also wahrscheinlich, wir haben jetzt ja schon den normalen Blaster in der Deko oder wie auch immer die Version heißt. Also den normalen Blaster in der abgeänderten Version und den normalen Blaster in der Heldenversion, der exakt 1:1 dieselbe Waffe ist wie die normale Heldenblaster-Waffe, nur... Ja, wie eine normale Blasterwaffe, nur mit einer leicht anderen Optik. Dasselbe mit dem Roller. Wir haben den normalen Roller, wir haben den normalen Roller mit einem anderen Set und wir haben den normalen Roller in der Heldenoptik. Und dasselbe auch mit dem Pinsel und mit dem Parapluviator und dem Eimer und der Sniper und so weiter und so fort.
Und ich habe Angst, dass dasselbe jetzt nochmal mit den Octo-Waffen passiert. Also, dass wir quasi jetzt für jede dieser Waffen nochmal eine Octo-Variante bekommen sollten. Das habe ich schon mal angesprochen, als ich über die Octo-Expansion an sich gesprochen habe. Die ich nach wie vor für Anfang Juli erwarte, aufgrund des Amiibo-Releases und einfach, weil es Sinn ergeben würde, ein Jahr nach Release des Hauptspiels. Aber nach wie vor muss man das gucken. Ich denke mal, auf der E3 werden wir dann genaues Release-Datum bekommen. Weil wenn Anfang Juni noch eine Map angekündigt ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass man dann Anfang Juni auch noch die Octo-Expansion bringen wird. Und da wir Mai jetzt schon haben, wird es im Mai wahrscheinlich auch nicht mehr erscheinen. Oder von daher macht für mich halt Anfang bis Mitte Juli am ehesten Sinn, eben einfach ein Jahr nach Release von Splatoon 2. Und ja, da habe ich ja schon mal drüber gesprochen, dass ich da ein bisschen Angst vor habe. Sollte das passieren, dass es tatsächlich auch mit der Octo-Expansion wieder 5, 6 oder 7 Waffen oder so, sogar noch mehr, was weiß ich, in Octo-Versionen geben sollte, die sich nur durch Optik unterscheiden. Und nicht irgendwie wirklich komplett neue Waffen sind, sondern wirklich nur die Waffen sind, die man schon kennt, nur mit anderer Optik. Dann werde ich diese nicht noch einmal im Story-Modus, im Multiplayer-Modus zeigen. Wir werden sie dann in der Octo-Expansion optisch sehen. Und das soll reichen, weil Gameplay-mäßig haben wir dann den normalen Blaster schon dreimal gesehen. Gameplay-mäßig haben wir auch den normalen Sniper schon zweimal gesehen. Und Gameplay-mäßig haben wir auch den normalen Roller schon dreimal gesehen. So. Und ja, selbst wenn es Waffen sein sollten, die bislang noch keine Spezialversion erhalten haben sollten, haben wir sie trotzdem dann schon gesehen. Nur wenn es komplett neue Waffen sein sollten, wie die Heldenwaffe zum Beispiel. Also wenn es wirklich eigenständige Waffen sind, die es ansonsten so nicht gibt, dann werden wir für die nochmal einen Multiplayer-Part machen. Ansonsten wäre es mir einfach zu viel, weil den Stress ist es mir nicht wert. Das haben wir schon mal besprochen, den Stress ist es mir wirklich nicht wert. Noch einmal, über Stunden in die Octo-Expansion reinzustecken, nur um jedes Level mit jeder Waffe noch einmal zu machen, um die alle freizuschalten, nur um dann nochmal zu all diesen Waffen jeweils einen Part zu machen, obwohl wir die alle schon zigmal gesehen und kennen und ich persönlich dann halt auch gesehen haben und kennen, so, und ich persönlich dann halt auch schon jedes Level in- und auswendig kann, weil ich 7-mal hintereinander spielen muss. Das tue ich mir nicht nochmal an. Also wie gesagt, wenn in der Octo-Expansion wirklich noch einmal es so sein sollte, dass man jedes Level mit jeder Waffe spielen muss, um die dann alle nochmal für den Multiplayer-Modus freizuschalten, dass im Endeffekt wirklich nur optisch andere Varianten sein sollten, dann lassen wir das dieses Mal weg. Wollte ich an dieser Stelle nur schon mal ankündigen, weil das bringt euch nichts Neues. Ich würde es nicht aufnehmen, wie ich jedes Level 7-mal spiele, sondern ich nehme natürlich nur auf, wie ich jedes Level das erste Mal spiele, weil nur das ergibt Sinn. Und es würde auch für den Multiplayer keinen Mehrwert bieten, wenn wir halt eine Waffe zeigen. Also damit ich das alles wirklich nur dafür tue, um eine Waffe zu zeigen, die wir so schon gekannt haben. So, wir sind in den Erfahrungspunkten. Nächstes Match. Und wir haben es geschafft. Wir sind am Ende dieses Matches, endlich am Ende unseres Erfahrungspunkte-Ziels. Leute, die dieses Spiel Ewigkeiten spielen und Level 100 irgendwas sind, werden mich jetzt wahrscheinlich auslachen, aber für mich ist es tatsächlich ein absoluter Akt gewesen, also hier Level 30 zu bekommen, weil es irgendwie anstrengender war und mehr Zeit gekostet hat als in Splatoon 1, weil in Splatoon 1 konnte ich einfach mit der Airbrush-OP, wie gesagt, mit meiner Taktik, die ich im letzten Tag nochmal versucht habe zu erklären, konnte ich da einfach rumlaufen. Und habe halt pro Part, pro Kampf so um die 1200 bis 1400 Punkte gemacht, so auf der normalen Map. Es gab ja noch so ein, zwei Maps, aus denen man grundsätzlich mehr Punkte gemacht hat, dann bin ich auch mal auf die 1600 gekommen. Und da man für dann auch 1600 Erfahrungspunkte pro bekommen hat, plus Siegbonus, waren die Erfahrungspunkte irgendwie leichter zusammen als hier. Wo es halt nur für 500 Punkte halt 500 Erfahrungspunkte gibt, für den Match bis zum Ende spielen nochmal 300 und für einen Sieg würde man halt nochmal 500 dazu bekommen, aber ja, kam man im Endeffekt halt auch weniger Erfahrungspunkte. Warum? Gut, die Tickets gab es dann dafür, die Erfahrungspunkte-Tickets, deswegen wurde es wahrscheinlich auch das EP-System etwas abgeschwächt, aber ja, ne? Was soll ich noch sagen, für mich irgendwie, naja, weiß ich nicht so ganz meins, aber kam mir irgendwie viel mehr vor, was ich hier spielen müssen. War deutlich anstrengender, aber ich bin umso glücklicher, wenn ich es geschafft habe.
Es soll jetzt nicht heißen, dass es wirklich, dass es eine Qual war, so weit zu leveln, aber es war wirklich. Man merkt so nach 60 Parts, wir sind jetzt in Part 58, Part 59 habe ich schon aufgenommen, muss natürlich nur noch nachkommentieren. Und es werden mindestens 65 werden und es werden auch noch einige Waffen kommen und es wird auch noch eine Map kommen. Also ich denke, wir werden so bei bis zu 70 Online-Parts könnten wir tatsächlich am Ende enden. Und in jedem Part eine neue Waffe. Wirklich, das ist ja wirklich das Ding. So, du kannst dich halt auf keine Waffe mehr gewöhnen. Das habe ich mir selber zuzuschreiben. Ich muss das ja so nicht machen, aber ich möchte es halt gerne so machen, weil ich halt jeden Part auch möglichst abwechslungsreich gestalten möchte. Aber es ist halt wirklich sehr, sehr anstrengend, wenn du in jedem Part mit einer Waffe startest, die du vorher noch nie gesehen hast. Und das spreche ich aber, glaube ich, im nächsten Part nochmal genauer an. Im Endeffekt sage ich halt nur, es soll jetzt wirklich nicht heißen, dass ich keinen Bock mehr auf das Spiel habe oder dass es so ein endlich im Sinne von mein Gott, sondern es war wirklich nur so, man merkt, dass man langsam sein Ziel erreicht hat, dass man jetzt endlich Zugriff auf alle Waffen hat und dass so das langsam so ein Licht am Ende des Horizonts ist. Und man guckt in den Shop beim guten Arti und sieht, hey, es sind nur noch 8 oder 10 Waffen da und die kannst du theoretisch alle schon kaufen, wenn du das Geld dafür hättest. Also lange Zeit ist nicht mehr. Und das ist tatsächlich, so doof wie das angehört oder nicht, das fühlt sich irgendwie ganz gut an, wenn man so ein nahes Ziel vor Augen hat, auch wenn immer wieder neue Waffen dazukommen. Aber das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, wenn du weißt, ich habe jetzt alles aufgenommen und jetzt kommen 2 neue Waffen raus. Das heißt, ich muss jetzt einen Part aufnehmen und nicht, okay, ich muss jetzt in den nächsten 3 Monaten noch 70 Parts aufnehmen. Das fühlt sich dann irgendwie bescheuerter an, als wenn man weiß, okay, ich muss jetzt einen Part aufnehmen und in 2 Wochen dann wieder, okay, jetzt kann ich wieder einen Part aufnehmen. Im nächsten Part noch ein bisschen was dazu, aber ich hoffe, viel Spaß hat übrigens nur einen. Bis dann und auf Wiedersehen.